Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Prag Funtime. Und heute mit dem Lego Star Wars Magazin, und zwar die Ausgabe Nummer 105. Das Ganze ist für 4,99 € erschienen. Und hier heißt es: cool, extra, Imperator Palpatine. Aber dies ist nicht das einzigste Extra, sondern wir bekommen auch noch die limitierte Karte Nummer 7. Unseren Imperator Palpatine ist dann auch mittlerweile die zweite Variante von ihm, die in den Magazinen erschienen ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich wirklich schon auf das Magazin. Wir hatten drei, ich sag mal, enttäuschende Magazine bekommen. Das letzte Mal hatten wir schon eine Minifigur bekommen und diesmal schon wieder eine Minifigur und auch noch eine sehr coole Minifigur, die aktuell, wenn mich nicht alles täuscht, in dem Diorama Imperators Thronsaal erhältlich ist. Werden wir auch gleich noch feststellen. Zur Not könnt ihr mich auch korrigieren, falls diese Minifigur doch aus einem anderen Set ist. Dann würde ich sagen, ich entferne mal die Extras und dann schauen wir uns alles in Ruhe der Reihe nach an. Und so schaut dann unser Magazin aus, wenn wir die Extras entfernt haben. Wir starten mit der limitierten Karte, die Nummer 7. Das ist Boba Fett. Auch hier wieder coole Optik, schöne Holographie im Hintergrund. Was ich nach wie vor richtig schade finde, dass es nur noch Sammelkarten sind und leider kein Spiel mehr. Zweites Extra, Imperator Palpatine. Sehr cool, er hat hier auch seine zwei Blitze dabei in blau-lila gehalten. Das Ganze kommt wieder im Papier, Polybag, auch den besseren, den man wieder verschließen kann. Hier oben mit der Lasche. Das Ganze ist ab 6+ und für Kinder zwischen 0 und 3 Jahren nicht geeignet wegen Erstickungsgefahr der Kleinteile. Den schauen wir uns später auch noch in groß an. Jetzt kommen wir erstmal zum Magazin selbst. Wir bekommen hier galaktische Rätsel sowie Supercomic und zwei tolle Poster. Und hier oben sehen wir es schon, wir haben wieder eine Gewinnchance auf insgesamt 3 Sets. Dann schlagen wir erstmal das Magazin auf und wir sehen das, was wir meistens sehen auf der linken Hand. Werbung hier wieder für die aktuellen City-Sets. Dann auf der rechten Hand das Inhaltsverzeichnis. Hier sehen wir auch nochmal unser Extra auf Seite 28. Dann sehr wahrscheinlich eine Bauanleitung und noch ein paar Fakten dazu. Und dann haben wir auf Seite 4 das erste Comic, Jagd nach dem Kyberkristall. Und dann haben wir noch ein zweites Comic drin, was auf Seite 29 starten wird. Und das ist die Überraschungsinspektion. Und sehr cool dann auf Seite 32 die Infos über verschiedene Sternenzerstörer. Die Comics werden wir hier komplett überspringen. Und damit kommen wir dann auch als erstes zu den zwei Postern, was in Wirklichkeit ja wieder mal nur ein Wendeposter ist. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Imperiale Sternenjäger heißt das erste Poster. So, ich bin nicht der größte Freund von solchen Postern, wo einfach nur die Lego-Sets abgebildet werden. Aber man muss hier echt sagen, das sieht doch recht gut und manierlich aus. Dann auf der anderen Seite hier oben einfach nur Maul. Und dann haben wir natürlich die Lego Minifigur von Darth Maul. Diese Art von Poster gefällt mir dann doch schon etwas besser. Aber unterm Strich gefallen mir auch wirklich beide diesmal, was hier drin nicht immer der Fall ist. Dann haben wir natürlich wieder lustige Spiele. Also wieder Kinder einfach, wir brauchen einen Würfel und pro Mitspieler halt eine Lego-Minifigur. Und dann, ja, machen wir den Anflug auf den Todesstern. Und so geht es dann hier jetzt auch erstmal weiter. Hier ist nochmal was Cooles. Bauen plus Spiele, finde ich auch immer toll. Hier so ein Rätsel, gefällt mir auch immer sehr gut. Aber kniffliger Anflug, einfach nur Labyrinth. Verzwickte Zitate ist auch immer ganz lustig. Dann haben wir hier
der einzigartige Imperator. Bauanleitung haben wir nicht dabei, aber wir sehen halt, er dürfte nicht allzu schwierig sein, zusammenzubauen. Hier nochmal einfach nur ein paar Fakten über unseren Imperator und dabei noch ein kleines Rätsel. Dann haben wir hier unser zweites Comic, was relativ kurz ausfällt. Und dann haben wir hier die Sternenzerstörer, den imperialen Sternenzerstörer, den imperialen Super-Sternenzerstörer und Erste Ordnung Sternenzerstörer. Das Ganze einmal kurz im Vergleich bildlich dargestellt. Und hier kommen wir auch wieder zu dem Gewinnspiel und gleichzeitig das, was mir auch immer sehr gut gefällt bei den Magazinen. Auch wenn es in letzter Zeit echt wenig geworden ist, hier können die Kleinen unter uns ihre Fanpost einschicken. Entweder bauen sie halt selbst etwas von Star Wars nach oder malen ein Bild, können das Ganze einschicken und auch hier haben sie dann die Chance, insgesamt dreimal Ahsoka Tano's T6 Jedi Shuttle zu gewinnen. Finde ich auch immer sehr cool, wenn sowas mit drin ist. So viel zum Magazin und dann werden wir jetzt sehen, was wir in der Ausgabe Nummer 106 bekommen und das wird dann sein, wow, sehr cool, das Ganze soll erstmal am 23. Februar 2024 erscheinen. Wir bekommen dann nochmal eine limitierte Karte, den R2-D2, die LE-16 und einen Coruscant Guard. Also, ja, ich persönlich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass wir nochmal eine Minifigur bekommen. Und dann von allen Dingen auch so eine Minifigur. Und ich sag ganz ehrlich, hier sehen wir, das nächste Magazin soll dann auch wieder 4,99 € kosten. Und ich gehe davon aus, das nächste Magazin wird wieder recht schnell vergriffen sein, weil ich glaube, günstiger kommt man aktuell an diese Minifigur einfach nicht ran. Doch, also ich bin gerade echt bisschen baff, also positiv. Wow. Da kann man sich nur auf die Nummer 106 freuen, die wir uns selbstverständlich auch hier anschauen werden. Aber jetzt kommen wir erstmal zu unserem Imperator Palpatine. Selbstverständlich ist unser Imperator in Schwarz gehalten. Wir haben hier eine schwarze Hose, die vorne bedruckt ist, einen Torso, der vorne wie hinten bedruckt ist. Richtig cool angedeutet. Seinen Umhang, den er trägt, vorne halt weiter mit auf dem Druck drauf. Zu dem, was mir immer sehr gut gefällt bei Minifiguren, wir haben einen Kopf, zwei Gesichter, dann darf sein schwarzer Umhang selbstverständlich nicht fehlen. Zudem noch eine schwarze Kapuze und natürlich zwei seiner blau-lilanen Blitze liegen auch noch mit dabei. Für mich persönlich eine richtig coole, gelungene Minifigur. Und ich finde es wirklich cool, dass wir ausgerechnet diese Minifigur in einem Magazin für nur 5 Euro bekommen können. Dann fasse ich einmal kurz zusammen, was wir heute hier bekommen haben und gesehen haben in unserem Lego Star Wars Magazin Nummer 105. Das Ganze ist erstmal für nur 4,99 Euro erschienen. Wir bekommen einmal eine richtig coole Minifigur und zwar den Imperator Palpatine. Zu denen haben wir noch die limitierte Karte Nummer 7 Boba Fett dazu bekommen. Im Magazin selbst jede Menge galaktische Rätsel sowie coole Spiele, zwei Comics und zwei tolle Poster, was in Wirklichkeit ja wieder nur ein Wendeposter ist und die diesmal auch beide wirklich absolut in Ordnung sind. Zudem gibt es hier wieder Fanpost der Kleinen und fürs nächste Mal auch wieder ein Gewinnspiel mit dabei. Und ich muss sagen, ich bin absolut zufrieden mit der Nummer 105, weil das Ganze uns auch nur 4,99 € kostet. Und mal ganz ehrlich, die Nummer 106, tja, für mich jetzt schon eine der besten Star Wars Magazine überhaupt mit einer absolut genialen Minifigur. Aber all dies ist natürlich wieder nur meine persönliche Meinung. Eure Meinung zählt auch. Schreibt gerne mal in den Kommentaren, was haltet ihr von der Nummer 105 und von allen Dingen, was haltet ihr von der Nummer 106. Und dann sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und solltet ihr es noch nicht getan haben, könnt ihr diesen Kanal gerne abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal, euer Horgi.